stehe hier mit Lars Röwekamp von Open Knowledge, der gerade den Java EE Day auf der JAX 2012 erfolgreich hinter sich gebracht hat. Du warst Moderator, erzähl mal, was sind deine Eindrücke vom Tag? Ja, erstmal hallo natürlich. Der Tag war für mich gefühlt sensationell gut, also die Resonanz war enorm, der Raum überfüllt, wir mussten noch Stühle reintragen und leider Leute auch zurückweisen. Das zeigt natürlich das starke Interesse an Java EE, das aktuell am Markt herrscht. Ja, wir hatten letztes Jahr schon einen ähnlichen Tag, das war eher ein theoretischer Tag, muss man sagen, weil es kaum Server gab. Es gab Java EE wenig in der Praxis, das war jetzt völlig anders. Also Rückfragen beim Auditorium haben gezeigt, dass fast jeder, der da war, wirklich in der Praxis auch mit Java EE arbeitet. Das war im letzten Jahr noch nicht so. Tatsächlich Real-Life-Probleme bestanden, sehr viel Diskussionen auch aufgekommen sind zu den Themen. Und das war für uns natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir alle da auf dem richtigen Weg sind. Und vor allem auch Java EE 6 viele nutzen, ne? Das hast du auch in der ersten Session mal gefragt. Genau, also nochmal im Vergleich zum letzten Jahr, da haben wir die gleichen Fragen gestellt und ein bisschen Meinungsbild zu bekommen. Da haben vielleicht 10% bis maximal 20% Java EE 5 benutzt und Java EE 6 keiner. Aktuell ist es so, dass das sicherlich 50% oder mehr Java EE 5 benutzt haben, also wahrscheinlich sogar mehr, und 20-30% bestimmt schon Java EE 6. Und das ist natürlich enorm. Peter hat in seiner Session am Ende gezeigt, dass es mittlerweile 15 Server gibt, die Java EE 6 enabled sind oder certified sind. Das heißt, wir sind tatsächlich endlich da angekommen, wo wir hinkommen wollten. Freie Auswahl des Herstellers, freie Auswahl des Servers. Vor einem Jahr gab es nur den Glasfish zertifiziert und einen Server, den kein Mensch kennt. Also da war von freier Auswahl keine Rede. Und sonst hast du noch irgendwie gemerkt, dass bestimmte Themen das größte Interesse oder viele Nachfragen mit sich ziehen? Ja, also für uns war natürlich ganz interessant, dadurch, dass viele Leute jetzt die Technologien nutzen, also nicht nur die Technologien lesen, sondern tatsächlich verwenden, dass die Fragestellungen ganz andere waren als noch vor, ich sag jetzt mal, einem halben Jahr oder vor 12 Monaten. Also es waren Real-Life-Probleme, die an den Tag kamen, die wir auch versucht haben, dann im Rahmen des Gesamttages zu beantworten. Hauptthema war sicherlich CDI, das ist für viele noch so eine große Unbekannte. Wie spielt das mit den anderen Technologien zusammen? Welche Bedeutung hat das aktuell? Welche Bedeutung hat das in Zukunft? Und das hat sich eigentlich durch alle durch alle Sessions am Tag durchgezogen, dieses CDI. Wie kann man es nutzen? Ich habe unter anderem in meinem Talk gezeigt, wie ich Architekturen deutlich stärker vom klassischen Schichtenmodell wegbekomme hin zu einem Infrastruktur-Injection-Modell. Jetzt ein bisschen kompliziert, das in 1 bis 2 Minuten zu erläutern. Adam hat auch sehr viel zu dem Thema gesagt und selbst im JPA-Track, das ist eigentlich eine Spezifikation, die recht losgelöst ist von CDI, konnte Arne zeigen, dass es da auch viele Parallelen gibt. Cool. Wir stehen ja jetzt ganz zufällig hier am Poster vom Java EE Summit, haben wir gar nicht gemerkt. Das findet ja auch schon bald statt und da bist du auch beteiligt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Das ist ja ein bisschen anders als jetzt so ein Day auf der JAX. Genau, also was wir heute machen konnten, ist natürlich nur im Rahmen von 4-5 Sessions einen Überblick zu geben über den aktuellen Stand der Dinge im Java EE Umfeld. Das ist ja sehr begrenzt, also 4-5 Mal eine Stunde lang da was zu erklären. Beim Java EE Summit geht es darum, 3 Tage sehr intensiv in Halbtagesworkshops die Themen zu vertiefen, auch mit Hands-on-Workshops. Das heißt, die einzelnen Speaker werden da dann entsprechende Übungen vorbereiten, Materialien verteilen, also rundum sorglos Entwicklungspakete sozusagen und gemeinsam mit den Teilnehmern dann diese Übungen durchspielen, bewusst in Real-Life-Probleme auch reinlaufen, die dann lösen, damit sozusagen die ersten Schritte in dem Umfeld für die Teilnehmer deutlich einfacher werden und die das dann wiederum mit nach Hause nehmen können und in ihre eigenen Firmen, in ihre eigenen Projekte reintragen können. Also das geht einen ganzen Schritt weiter als das, was wir heute machen können. Und am Freitag nicht zu vergessen, wirst du auch noch dabei sein beim Java EE Experts Day. Um nochmal, also das richtet sich wirklich jetzt, wie es sagt, an die Leute, die sich richtig schon auskennen, oder? Das ist jetzt nicht mehr so eine Einführung. Genau, also heute war es natürlich auch so, dass wir nicht mehr bei Null angefangen haben, sondern ich sag mal, wir sind davon ausgegangen, dass jeder Java EE schon kennt, der heute dabei ist. Und wir haben auch schon viel aus Real Life erklärt. Freitag wird es aber noch deutlich weitergehen. Also Freitag werden wir über große Projekte reden, über Probleme in großen Projekten, über Lessons Learned, die wir in den letzten 2-3 Jahren gelernt haben in dem Umfeld. Also da wird es deutlich tiefer reingehen und da sind natürlich dann auch Leute gefragt, die schon Projekte in dem Umfeld aktiv umgesetzt haben. Also es ist weniger für
Starter in dem Umfeld als vielmehr für Leute, die eben aktiv sind. Ja, dann danke ich dir, Lars, dass du jetzt am Ende des schweren Tages noch Zeit hattest und wünsche noch viel Spaß auf der Jax. Ja, mein Tipp für das Spiel gleich, Bayern gegen Madrid, kann man dann ja nachvollziehen, wenn das gesendet wird, 3-2. Okay, und wenn du verlierst, dann gibst du einen aus am Open Knowledge. Für alle, die hier anwesend sind. Wenn ich gewinne, möchte ich aber auch von jedem einen ausgeben. Alles klar, okay. Tschüss.